So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von God of War. Oh, hier kann ich auch hochklettern, nett. Ja, Left Stick. Ach ja. Genau, können wir so ein bisschen auch in die entsprechende Richtung angreifen, was ganz cool ist. Und auch durchaus notwendig. Ja, komm, bla bla, geh weg. Wir sind auf jeden Fall immer noch im Kampf gegen die Hydra, also auf dem offenen Meer, wo gleich die Hydra vielleicht auf uns wartet. Ganz eventuell, verzieh dich. Bam, 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 bam. Klettert von unten wieder hoch, oder wie? Um runterzutreten, Alter. Ist ja räudig. Verzieh dich. Okay. Da ist nichts. Dann halt weiter hoch. Grab enemies while climbing. Okay, das ist nett. Ich finde das immer noch witzig, wie man dann so nach oben schlägt. So. Wusch, wusch, wusch. Auch mit dieser immer gleiche Animation von den Gegnern. Dieses Struggeln. Ist schon lustig. Hör doch nicht auf, ne? Er zieht euch doch. Hi! Da kommt ihr alle her. Na, meinetwegen. Der, wenn nicht gejuckt hat. Ja, komm, stirb. Okay, wir können jetzt darüber gleiten. Wir können, glaube ich, auch hier innen hin klettern, oder? Ja? Aber das ist gar nicht. Jetzt auf der anderen Seite was. Leider kann ich die Kamera nicht drehen, was ein bisschen räudig ist. Aber wahrscheinlich ist ja auch nichts. Doch. Haha, ich bin so gut. Ich bin so gut. In Videospielen manchmal. La 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 la. Ich glaube, man kann sogar, ja, dabei springen. Ich glaube, ein bisschen schneller. Den Rotz hier. Ah, you have acquired a Gorgon Eye. Gorgonenauge. Collect 5 more to increase your overall health. Genau, quasi ein Herzteil. Und ich glaube, davon haben wir sogar alle gefunden. Also es gibt zumindest eine Trophäe dafür. Die haben wir, glaube ich, bekommen. Für alle Sammler waren wir weg. Da habe ich, glaube ich, Trophäen bekommen. Was mich ein bisschen gewundert hat. Aber ich glaube, es gibt einfach mehr im Spiel, als man braucht. Und die Trophäe sagt dann trotzdem, hey, du hast alle gewonnen. Naja. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir wirklich einfach alle gefunden. Ich weiß es nicht. Naja, schauen wir mal. Ah. Was ist denn das? Lord Poseidon. Kratos, before you reach Athens, there is a task you must complete. This beast, this Hydra, it has terrorized my seas for far too long. Your skills are admirable, but you will need assistance. You will need the power of the gods. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Einfach Poseidon. You have acquired Poseidon's rage. Go with the gods, Kratos. Go forth in the name of Olympus. Sacrifice rage by pressing the right directional button. Ah ja. Ja, guck mal, direkt 50 Hits, Alter. Ja, damit kann man sich auf jeden Fall das Hitmeter auch ein bisschen hoch treiben. Inhuman. Bloodthirsty. In dem Spiel bin ich tatsächlich ziemlich blutlüssig. Gibt auch irgendwie so eine Trophäe für, ja, irgendwie überströme Kratos mit 2000 Liter Blut seiner Feinde oder so. Sehr lustige Trophäe eigentlich, wenn man darüber nachdenkt.
weil man gar nicht so weiß, okay, was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt Gegner angreifen? Muss ich... Also, ja, aber wonach geht die Trophäe? Nach gewissen Anzahl an Gegnern, die ich getötet habe? Wird wirklich das Blut gemessen? Glaube ich ja schon kaum. So, speichern! Speichern! Shipwrecked Vessel! Vessel, nicht Vessel. Lalalalalala. Okay, ist nicht. Why won't they die? It's the giant one! He keeps killing the others! No, I... God! We'll never get out of here! Doomed! We're doomed! We're all... Sign it. Save me. Okay, direkt zwei Lebensleisten. Man kann sich denken, woher das kommt. Autsch. Spür mein Zorn! Ist auch ein bisschen OP, guck mal an, wie schnell die blaue Leiste sich wieder füllt. Gerade. Jetzt gerade nicht. Zack. Aua. Das war nett. Aber leider haben wir immer noch eine sogenannte Hydra. Ihr wisst alle, was Hydren so an sich haben, wenn man einen Kopf cleart. Ups. Wollte gar nicht den Zorn benutzen, bevor der Unfall. Hä? Mach kein Damage. Warte, warum ich kein Damage mache? Nee, hä? Ah, doch, Moment, ich glaube, ich muss da. Ja, ja, okay, 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 okay. Sorry, man wird wieder leben. Scheiße. Komm. Ich kann einfach R1 drücken, krieg kein Damage. Ich kann das den ganzen Tag machen. So langsam reicht's. Ach, Kumpel. Das wird doch zu nichts. Hey, 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 hey. Was war das denn hier? Dafür will ich mich um deinen Kumpel hier kümmern. Okay, Versuch Nummer 2. Jetzt gibt es auch eine verdächtigere Kamerafahrt. Aua. Okay, du bist hinüber, würde ich sagen. Für den Moment. Machen wir doch den gleichen Spaß nochmal, würde ich sagen. Oh. Das war dumm. Hat die Taste gedrückt. Nett, dass es jetzt diesmal auch die Kamerafahrt gibt, die es beim ersten Mal nicht gab. Okay. Was sagt ihr jetzt? Ups. Beide Köpfe ruhig gestellt. Jetzt wird es Zeit für den Main-Head, würde ich sagen. Gib mir Head, Alter. Aua.
Aua, Jungs. Lass mich den die ganze Zeit dumm treffen. So, schön da nicht in die Fresse. Oh. Das macht Damage. Ja, das hat so wenig Damage gemacht. Also eigentlich sogar gar keinen. Ups, scheiße. Mein Gott, ich will immer mit L2 manchmal den. Okay, ich weiß, warum das keinen Damage macht. No! Ach komm. Die Köpfe sind immer noch beschäftigt, finde ich gut. Ich habe wirklich kurz Angst, dass sie wieder erscheinen. Ach boy, muss das sein? Das ist halt original Godzilla hier, ne? So die Geräusche. Autsch. Oh, ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal sterbe. Der Game Over Sound von Kratos, wenn er stirbt. Bester Sound aller Zeiten. Ich hoffe, der ist auf Englisch auch der gleiche, aber ich glaube schon. Ich konnte viel mit A2 abwehren manchmal. Ich Dummerchen. Ach komm. Steigt nicht so viel rum. Sehr schön. Okay, jetzt wird's spannend. Wir haben den Mast ein bisschen demoliert. Und der ist jetzt voll ganz so spitze oben drauf, nicht wahr? Kratos hat einen Plan, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr einen Plan habt. Das war schön. Wie? Ich wurde getroffen. Ich hab doch geblockt. Fake, das nehme ich nicht an. Hallo? Drückt auch LL1, LL1. Super L. Machst du jetzt mal wieder einen richtigen Angriff so? Feierabend, mein Freund. Sehr schön. Okay. Hoppala. Okay, gucken wir mal. Ist eigentlich mein... Ich glaube, mein PS3-Stick lässt schon so langsam nach. Somebody, help me. Hier unten. Ich kann nicht...
Was schreist du denn? Also von wo da geschrien wird. Kann ich hier unten rein? Achso, ach ja. Da drin. Ich erinnere mich. Aha. You've acquired the key of the captain. Jetzt vergeht er in der Magensäure. Schön. Schon lecker. Oh, jetzt rede ich hier die Gurgel da, der da. Kann ich ihn angreifen und kotzt da nochmal? Wäre lustig. Okay, aber wir wissen ja dann auch schon perfekt, wo wir jetzt hin müssen. Oh. Nett. Danke für diese Kamerafahrt. I guess. So, was haben wir Schönes? Ein zweites Gorgonenauge. Herrlich. Die Tür ist immer noch blutet. Kann man sich Trophäe auch ein bisschen farmen, glaube ich. Ich würde gerne hier runter, tatsächlich. Ich darf hier nicht runter. Das ist ja interessant. Ach, hier muss ich runter. Sorry, hätte ich drauf kommen können. Ich hoffe jetzt nicht, dass auf der anderen Seite noch was war, aber ich denke mal nicht. So, wir haben noch 3 Minütchen. Ja. Öffnen wir nochmal schnell die Kabine. Auch wenn ich glaube, ich weiß, was da drin wartet. Nämlich der. Ja, ich nenne es mal das Ende des Kapitels. Ist. Ja, es gibt nicht so wirklich. Es gibt keine Kapitelunterteilung, aber. Da kommt ein bisschen was. Tipp, 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 ach ja, ein bisschen durch die Gegend laufen. So, jetzt muss ich gerade überlegen, von wo kamen wir jetzt nochmal? So ein bisschen da hinten? Nee. Bin ich eigentlich rüber gesegelt? Ja, ne? Kann ich hier runter? Da frage ich mich doch glatt, wie wir jetzt eigentlich wieder zurückkommen. Oder war das jetzt hier schon irgendwo? Und ich war gerade einfach nur blind. Nee, eigentlich nicht, ne? Ach so, Moment. Ich glaube, die Kamerafahrt nach da oben war wahrscheinlich gerade nicht umsonst. Wahrscheinlich kommen wir von da wieder zurück. Habe ich recht? Ja, guck mal. Yippie! Und können hier sogar nochmal speichern. Nett. Essentiell wichtig. Moin. Ach nee, sind die jetzt wieder da? Ach nee. Die Kiste ist noch da hinten. Sehr freundlich. Ich mach die ruhig mal alle tot, die geben nämlich immer schön hier, ne? Erfahrungspunkte. Die Rundinger sind quasi Erfahrungspunkte. Beziehungsweise Geld. Wieso lebst du noch? Zieh dich doch, du dummer Sack. Nein, ich hab die Kiste zerstört. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm schon, ey. Sag mal, ich will die ganze Zeit so einen aufgeladenen Angriff machen. Verpiss dich doch, Mann. So.
Ja, komm, wir schieben jetzt das Ding da nochmal hin. Und dann gehen wir beim nächsten Mal da hoch. Ich gehe dann doch gleich nochmal zurück und gehe dann da speichern. Mal gucken, ob das gespeichert bleibt. Der Schiebe-Progress hier, ich habe keine Ahnung. Die Hitboxen im Spiel sind sehr nett. Kann auch halb daneben schieben. So, schön. Dann gehen wir mal zurück und speichern. Ich hoffe, ich konnte überhaupt wieder hoch. Ja doch, hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. So. Speichern wir noch einmal ab beim Shipwreck Vessel. Und dann sehen wir uns das nächste Mal genau hier wieder bei God of War 1. Original für PS2 in der PS3-Version. Bis dahin. Ciao.